Wie geht es Ihnen? Komm bitte rein. Also, was hat sie? Nun, sie ist ohnmächtig geworden. Krank scheint sie nicht zu sein, aber sie zeigt alle klassischen Symptome nervöser Erschöpfung. Kennst du die Ursache dafür? Ich glaube, dass es ein sehr großer Schock für sie war, durch das Feuer unsere Kirche zu verlieren. Seit dem Brand hat Sarah kaum geschlafen und sehr schlecht gegessen. Das wäre eine Erklärung. Sie könnte auch an Anämie leiden. Allerdings kann ich ohne weitere Untersuchungen dazu noch nicht allzu viel sagen und deshalb würde ich Sie gerne zur Beobachtung ins Krankenhaus einweisen. Dort wäre sie auch ordentlich versorgt. Frau Doktor, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Welche Fürsorge Sarah auch braucht, Gott wird sie ihr geben. Das bezweifle ich ja nicht, Schwester. Aber ich fürchte, so einfach ist es nun auch wieder nicht. Wenn wir nicht die Ursachen kennen, kann es jederzeit wieder passieren. Sie soll wirklich bloß für ein paar Tage ins Krankenhaus, damit ich sie gründlich... Entschuldigung, das kommt gar nicht in Frage. Schwester Sarah bleibt hier. Die Rolle der Kelly Capway Conrad wird von nun an von Kimberley McArthur gespielt. Ach, Kelly. DJ, tut mir leid, dass ich so lange nicht da war, aber sie haben mich nicht zu dir gelassen. Ich habe dich so vermisst. Ich bitte dich, Kleines, werd bloß gesund. Ich möchte dir so viel sagen. DJ, ich würde Sie gerne sprechen. Wache! Wache! Ich hätte eine Bitte, ich müsste dringend telefonieren. Jeder hat nur einen Anruf und Sie hatten Ihren schon. Meine Frau liegt im Krankenhaus und ich will ja nur erfahren, inwieweit sich Ihr Zustand geändert hat. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass sie lebt. Die Anklage lautet allerdings weiterhin auf... Ich will Timmons sehen. Holen Sie Timmons hierher und zwar gleich. Na los! Oh, Liebling, ich kann nicht mehr. Nein, auch ein bisschen Butter geht nicht mehr. Nein, es wird einfach nichts mehr. Ich hab ihr gesagt, fünfmal nacheinander. Nein. Keine fünfmal. Nicht mehr, nein. Ja, bitte, kommen Sie rein und helfen Sie mir. Sei mal ruhig. Du musst hingehen. Sag einfach, wir haben zu tun. Ja, genau. Ich hoffe, es ist ein Mann. Dann kann er mich unterstützen. Ich komme ja schon. Laufen Sie ja nicht weg. Ich komme. Hase? Mit Ihnen kann ich nichts anfangen. Haben Sie einen Grund, hier zu erscheinen? Den habe ich, das verspreche ich. Sofern Sie Lust haben, sich was zu verdienen. Lust? We'll be right back.
Hat sich an Kellys Zustand was geändert? Da fragen Sie mich leider zu viel. Derartig vertrauliche Informationen erhält nur Ihre Familie. Ich würde vorschlagen, wir reden draußen weiter. Worum geht's überhaupt? Ich will rauskriegen, wer ihr das angetan hat. Und da kommen Sie zu mir? Ich rede mit jedem, der auf der Party gewesen ist. Schon gehört, dass Sie Jeffrey verhaftet haben? Ja, von Ted, das ist doch völlig absurd. Sie glauben nicht, dass er es war? Nein, Sie etwa? Nein, ich auch nicht. Was haben die gegen ihn in der Hand? So gut wie nichts. Verdächtigen Sie noch jemanden? Seit wann waren Sie verliebt in Kelly? Sie erwarten doch nicht ernsthaft eine Antwort. Ich liege also richtig. Und wenn schon, was spielt das für eine Rolle? Das frage ich mich auch. Sagen Sie es mir. Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, seit kurzem. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber es half nichts. Weiß Jeffrey davon? Nein, er weiß nichts. Und wollte Kelly ihn ihretwegen verlassen? Nein, nicht doch. Kelly wusste aber, was sie für sie fühlen. Worauf wollen Sie hinaus, Mann? Hä? Hey, verdächtigen Sie etwa mich? Das ist doch absurd. Ganz auszuschließen ist es ja wohl nicht. Wie können Sie sowas behaupten? Hätte ich davon gewusst, wäre das nie passiert. Für diese Frau würde ich mein Leben geben. Das müssen Sie mir glauben. Vielleicht sollten Sie etwas weniger große Worte wählen. Danke, TJ. War das etwa schon alles? Ja, sofern Sie nicht noch was wissen. Nein, nichts. Wirklich nichts. Dann ist er gut. Was denn? Stehen Sie jeden Tag um 6 Uhr auf oder sind Sie vielmehr Nachteulen? Ich glaube kaum, dass Sie hier sind, um mit uns über unsere Paarungsgewohnheiten zu plaudern. Keith? Nein, ich hätte Ihnen ein Geschäft vorzuschlagen. Hat Ihnen Gina von unserem Gespräch gestern erzählt? Also wenn, habe ich es bestimmt überhört. Also noch einmal. Sie werden Jeffrey aus Mangel an Beweisen freilassen. Und von mir erfahren Sie, wer diesen Anschlag auf Kelly wirklich verübt hat. Und zusätzlich erhalten Sie $1 Million. Auf die Hand! Die eine Hälfte, wenn Jeffrey frei ist, und die andere Hälfte, wenn der oder die Schuldige verurteilt ist. Was? Warten Sie eine Sekunde, ja? Wenn Sie mir einen Schuldigen anbieten, heißt das, dass er oder sie wirklich schuldig ist? Da können Sie völlig sicher sein. Keith, 1 Million in bar, das ist ja blanke Wahnsinn. Sie wird nicht gleich wieder hysterisch. Ich verstehe nicht, dass es Ihnen nicht reicht, wenn ich Ihren braven Sohn freilasse. Warum sind Sie so scharf drauf, dass jemand verurteilt wird? Ich glaube, ich habe mich eben verhört. Jemand hat versucht, Jeffreys Frau umzubringen und ich erwarte, dass Sie diese Person bestrafen. Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn so ein Wahnsinniger frei ist. Der Mensch ist ein sehr anpassungsfähiges Wesen. Ja, aber Sie und ich, wir wollen dasselbe, nicht wahr, Mr. Timmons? Gerechtigkeit. Einverstanden. Wir sind einverstanden. Nicht doch. Ich muss noch einiges überdenken, bevor ich mich entscheide. Also gut. Auf 1 oder 2 Stunden kommt es ja nun wirklich nicht an. Obwohl ich den Gedanken kaum ertrage, dass Jeffrey in so einer grässlichen Gefängniszelle sitzt. Was gibt's denn da noch nachzudenken? Ich mache die Überweisung an Sie sofort fertig, sobald die Banken aufgemacht haben. Nein, Sie wollten es auf die Hand. Sie sagen es. Viele kleine, grüne, frische Scheinchen und davon bitte 1 Million. Meine Nummer haben Sie. Natürlich. Ich garantiere Ihnen, Sie hören von uns. Keith, $1 Million, überleg doch mal. Das ist der blanke Wahnsinn. Du musst jetzt schreien oder rumhopsen. So leichtes Geld haben wir noch nie verdient. Kein Risiko, nicht mal Erpressung. Sie schenkt es uns. Bisschen zu einfach, findest du nicht? Seit wann guckst du einem geschenkten Gaul ins Maul? Wenn der Gaul Pamela Conrad heißt und ich in ihrem Namen einen Unschuldigen lebenslänglich ins Gefängnis schicken soll. Seit wann quälen dich Bedenken? Übrigens wäre es ja nicht das erste Mal. Unschuldige einzusperren hat dir doch immer Spaß gemacht. Da waren Cruz und Kelly und Jeffrey. Dein Vorgehen gegen die Capwells könnte Seiten im Buch der Justizirrtümer füllen. Dieser Fall ist wesentlich komplizierter. Das hier ist Ihr Zuhause und hier wird für Sie gesorgt. Das kann doch wohl nicht wahr sein, sagt diese Frau bitte. Davon, dass wir uns streiten, wird Sarah auch nicht wieder gesund.
Agatha, natürlich. Bring sie bitte auf ihr Zimmer. Komm, Sarah. Auf Wiedersehen, Doktor. Vielen Dank, dass du mir in den Rücken fällst. Diese Frau lebt doch noch im vorigen Jahrhundert. Sarah muss dringend medizinisch betreut werden. Eine unserer Schwestern hier ist staatlich geprüfte Krankenschwester. Und wenn du ihr zu Sarahs Pflege Anweisungen gibst, dann verspreche ich dir, dass sie sie genau befolgt. Ich verstehe nichts von deinem Job, also misch dich bitte auch nicht in meinen ein. Leider kennst du Sarah nicht. Für mich als Arzt ist entscheidend, dass sie ein nervöses Herz hat. Ihr Blutdruck war schwindelerregend hoch und sie litt ganz offensichtlich unter Todesangst. Sarah ist eine sehr feinfühlige Seele. Sie ist zutiefst verstört darüber, dass während des Brandes unserer Kirche vor einiger Zeit ein Mann sein Leben verloren hat. Das Kloster ist ihr Heim. Niemand kennt Sarah besser als wir. Nirgendwo ist man fürsorglicher zu ihr. Das habe ich nie. Michael, mit ein paar Vitaminen und einem geruhsamen Schlaf ist ihr nicht geholfen. Ich will sie bloß für ein paar Tage ins Krankenhaus einweisen, damit sie unter ärztlicher Aufsicht steht. Wunderbar, da ist sie von lauter Fremden umgeben, mit denen sie sich nicht verständigen kann. Falls du es noch nicht bemerkt hast, sie ist stumm. Ich rufe dich sofort an, wenn irgendwas ist. Das verspreche ich dir, hoch und heilig. Heute habe ich es doch auch getan. Einverstanden. Es war ja nicht anders zu erwarten. Was willst du damit sagen? Du hast mich schon als Kind an die Wand geredet. Ich war ja auch immer um einiges älter und gewitzter. Diesen Vorsprung wirst du nie aufholen. Das sehe ich etwas anders. Du warst der Starrsinnigere von uns zwei. Danke, dass du hergefunden hast. Zu dieser unchristlichen Stunde. Ich hab's gern getan. Falls das die einzige Chance ist, dich zu Gesicht zu bekommen, ruf mich ruhig öfter an. Mach ich. Nicht vergessen. Wiedersehen. Bis bald. Wovor hat Sarah Angst? Ihre einzige Mitteilung auf ein Stück Papier gekritzelt an mich war, sie werden mich umbringen. Wer? Und welche Rollen spielen Pater Michael und Schwester Agatha? Entweder versuchen sie wirklich, Sarah vor irgendetwas zu beschützen, oder sie fürchten sich vor etwas, das Sarah weiß. Aber was? Sarah muss der Schlüssel zu einem Geheimnis sein. Und ihre Kontakte zu Mary und Mason sind zwei weitere Stücke in diesem Puzzle. Mir bleibt nur wenig Zeit. Ganz Santa Barbara wird auf der Wohltätigkeitsveranstaltung der Kirche sein. Dort ist es unmöglich, meine Identität geheim zu halten. Bis dahin muss ich Sarahs Vertrauen gewonnen haben, um herauszufinden, was sie weiß. Was verbirgt Pater Michael? Heute Nacht hat dir das aber sehr gefallen. Dürfte ich dich darauf aufmerksam machen, dass sich die Situation ein bisschen unterzieht? Allerdings, heute Nacht warst du sehr aufregend und jetzt ödest du mich an. Würdest du mir bitte leid, sagen, aber ich wieso? Bin kein Chamäleon-Liebling. Es war dein Wunsch und Wille, dass ich mich der Welt als erfolgreicher Staatsanwalt Timmons präsentiere. Du warst es, die nach Masons Tod in aller Öffentlichkeit verkündet hat, dass ich ein Versager sei. Ich spiele jetzt die verbesserte Version. Entweder nimmst du sie oder du kannst mir mal am Hobel tun. Mehr hast du also nicht zu bieten? Abgebrannt, aber ungeheuer witzig oder reich und ungeheuer langweilig. Ja, Schatz, mehr ist nicht drin. Also gut, du hast recht. Als ich dich wegen Masons Tod dermaßen attackiert habe, sind die Nerven mit mir durchgegangen. Aber du bist doch nicht dumm. $1 Million will sie uns schenken. Wir müssen nur zugreifen. Was sollten ausgerechnet wir zwei mit $1 Million anfangen? Wie bitte? Ach, das hatte ich ja ganz vergessen. Du willst ja unbedingt aus dieser Stadt raus. Irgendwohin, wo uns keiner kennt und wir nicht Gefahr laufen, dass man uns eines Tages in die Wüste schickt. Habe ich recht? Genau. Irgendwo, wo man unsere Namen noch nie gehört hat. Da können wir zwei noch mal ganz von vorne beginnen. Ich könnte mir vorstellen, dass man für $1 Million eine ganze Kleinstadt kaufen kann. Wir beide werden nie so reich sein wie Cici Careful. Lass uns endlich verschwinden. Wir werden in jedem Nest die absoluten Könige und wir nehmen Brandon einfach mit. Ja, und deinen dämlichen Job könntest du dann auch aufgeben. Sagtest du dämlich? Ich liebe diesen Job. Seit wann? Wenn's drauf ankam, war er mir immer sehr nützlich, dieser Job. Nur dadurch konnte ich die Capwells immer in Schach halten. Oh nein. Können Sie nicht anklopfen? Ah. So eine liebe Überraschung. Ich will Jeffrey Conrad hier rausholen. Wolltest du gerade was sagen, Keith? Ich wollte mir nur die Frage erlauben, warum ich das tun soll. Ach, weißt du,
Ich würde dich gern vor einem tragischen Irrtum bewahren. Du hast den Falschen eingelocht, dessen bist du dir bewusst. Und jetzt auf einmal weißt du nicht, wie du dich aus der Affäre ziehen sollst. Einerseits würdest du schon ganz gern den wahren Täter fassen, andererseits führst du ja Krieg gegen die Käpfer. Weißt du, wie du deine Anschuldigungen hinter Arroganz versteckst, ist einfach entzückend. Ach ja, dann beweis mir doch erstmal das Gegenteil. Jetzt mal zur Sache, Cruz. Falls du irgendetwas weißt, das Jeffrey entlastet, dann hast du es mir mitzuteilen. Ich hoffe, du weißt das. Nichts, was auch vor Gericht besteht. Das habe immer noch ich zu entscheiden. Ich denke nicht, dass er es gewesen ist, aber ich hatte einen anonymen Anruf von jemandem, der TJ Daniels mit der Sache in Verbindung bringt. Wer war es da? Derjenige, der versucht, TJ mit dem Anruf zu verdächtigen. Ah ja, interessant, aber nur eine Theorie. Hast du was Besseres? Lass ihn frei, Kies. Einmal hin und einmal her. Na gut, ich tu's. Ich werde die Untersuchung wieder aufnehmen. Unglaublich weise von dir. Ich danke dir vielmals. Moment mal, Castillo. Sofern du was rauskriegst, bist du verpflichtet, es mir zu sagen. Mir passt die Einseitigkeit an der Sache nicht. Aber. Wir sind Partner. Das könnte der Beginn einer lebenslangen Freundschaft zwischen uns werden. Oh, Kies! Ich wusste ja, dass du mich nicht im Stich lässt. Es tut mir leid, Adi. Ich bin im Körperbereich. Wovon redest du überhaupt? Hä? Na, davon, dass wir das Geld abkassieren. Ich habe mich doch noch gar nicht entschieden. Wieso nicht? Ich find's interessant, was Cruz eben über TJ Daniels andeutete. Und ich bin gespannt, wen Pamela mir präsentiert. Jeffrey, ich habe mit dem Anschlag auf Kelly nichts zu tun. Was soll denn das? Warum sollte ich dir glauben? Weil dir dein Herz sagen sollte, dass eine Mutter sowas nicht tut. Deswegen hast du es doch vor Timmons verschwiegen. Du lügst. Du warst diejenige, die Kelly die Margarita gegeben hat, in der das Gift war. Ich weiß es. Ich war es nicht, glaub mir. Es war TJ. Ich habe ihn selbst dabei beobachtet, wie er den Drink gemixt hat. Und dann hat er ihn mir rübergereicht mit einer Geste, als sei er für dich. Aber getrunken hat ihn Kelly. TJ hat dich ermorden wollen, Jeffrey. Wer war für mich der Drink? Kannst du das bezeugen? Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ich konnte mir ja am Anfang selbst nicht erklären, was dahinter steckt, aber TJ muss es gewesen sein. Er hatte ein Motiv und die Mittel. Du gehst sofort von hier aus zu Timmons und erzählst ihm davon. Und was? Ich kann das Ganze nicht beweisen. Der denkt garantiert, ich habe mir das alles ausgedacht, um dich rauszuholen. Hier drin jedenfalls drehe ich durch. Ich werde wahnsinnig, wenn ich Kelly nicht endlich sehen kann. Und dieser TJ, der darf frei herumlaufen. Jeffrey, ich hol dich hier raus. Keine Angst. Ich habe auch schon einen Plan. Spätestens heute Abend wird TJ im Gefängnis sein, wie es ihm zusteht. Und du bist wieder bei mir. Oh, tut mir leid. Mir nicht. Was Schöneres hätte mir gar nicht zustoßen können. Bist du aber gut gelaunt. Was ist los? Sehen Sie mich an, Frau Doktor. Na, merken Sie was? So wie ich sieht Erfolg aus. Ah, deswegen siehst du heute so anders aus. Erraten. Ich hatte eben ein Gespräch mit Dr. Gilf, dem weltweit führenden Toxikologen, den die Capwells extra für Kelly eingeflogen haben. Und, was hat er gesagt? Er hat sich erst Kelly angeschaut und dann den Laborbericht. Und jetzt halte ich fest. Ja, und? Er sagte zu mir, er hätte haargenau dieselbe Behandlung angesetzt wie ich. Dieser Profi sagt das zu mir, einem Anfänger. Das ist der Tollscott, ich gratuliere. Danke. Leider hat er keine bessere Prognose gestellt als ich. Was, keine Änderung? Nein. Freu dich wenigstens für den Moment. Ich bin erst vollkommen ruhig, wenn Kelly endlich die Augen öffnet und ich ihr sagen kann, dass sie bald gesund ist. Für das, was du dir gerade als Arzt gesagt hast, könnte ich dich lieben. Wirklich? Was ist? Ach, weißt du, mir fällt gerade ein, wie schön es gestern war und wie schön es hätte werden können, wenn es keine Telefone gäbe. Hey, du wirst dir rot. Was soll denn das, Gott? Du machst mich immer ganz verlegen. Soll ich dir was sagen? Ich bin jung, heißblütig und in deiner Nähe werde ich total verrückt. Ich werde in deiner Nähe auch verrückt. Vermutlich ist das einer der Gründe, warum ich dich so mag. Ich fasse es nicht, du hast es zugegeben. Bild dir bloß nichts darauf ein. Nein. Dad, ich würde dir ja sagen, wenn du mich ausreden lässt. Mom unterhält sich gerade mit Dr. Gelf und hat mich gebeten, dich anzurufen. Nein, es hat sich noch nichts geändert. Nein, weißt du, komm lieber nach dem Mittagessen hierher. Vorher ist das wirklich nicht nötig, wir sind ja da. Ja, nein, sie wird hier niemals allein gelassen. Also gut, du tauchst hier im Laufe des Nachmittags auf. Ja, bis dann.
Wiedersehen. Dr. Higgins, bitte dringend in die Aufnahme. Dr. Higgins, in die Aufnahme. Was zum Teufel machen Sie hier? Tut mir leid, ich wollte Sie nicht erschrecken. Was ich habe nur gesehen, dass Ihr Buch beinahe runtergefallen wäre. Ich habe Sie wirklich nicht wecken wollen. Wo Sie doch die halbe Nacht bei Sarah gewacht haben. Haben Sie da reingeschaut? Nein, natürlich nicht. Das ist mein Tagebuch, in dem sehr persönliche Dinge stehen. Dürfte ich es bitte haben? Entschuldigen Schwester, Sie. Schwester, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich führe auch eins. Ich will Sie nicht weiter stören. Warten Sie. Hatte Ihr Besuch einen Grund? Ach ja, gut, dass Sie mich fragen. Sarah ist auf dem Wege der Besserung. Als sie ging, rief ich meine Schwester an. Sie ist zufälligerweise Ärztin und sofort vorbeigekommen. Sie hat sie untersucht. Und ist sie gesund? Noch ist sie ein wenig schwach und sie soll in nächster Zeit eine spezielle Diät zu sich nehmen. Aber vermutlich geht es ihr schon bald besser. Gut, da bin ich wirklich sehr erleichtert. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Natürlich. Meine Schwester hat gesagt, dass Sarah einer besonderen Fürsorge bedarf. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie bereit wären, sich der Pflege von Sarah anzunehmen. Ich dachte, Sie möchten nicht, dass ich mich um Sie kümmere. Sarah braucht jetzt ganz besondere Zuwendung. Und ich glaube, dass Sie in der Lage sind, sie ihr zu geben. Das hier ist nicht sonderlich aufschlussreich. Was ist das? Die Lebensgeschichte des T.J. Daniels. Wo hast du die her? Der hat doch hier nicht etwa eine Akte. Nein, das Dossier hat Castillo rausgerückt. Kelly hat's anfertigen lassen, als T.J. um Sophias Gunst buhlte. Buhlen? Was ist denn das? Buhlen ist das, was man früher für Einschmeicheln sagte. So eine Antwort habe ich erwartet. Nur zu, Hase. Das liest sich zwar spannend, aber es bringt uns leider nicht weiter. Gib's her, vielleicht kann ich dir doch helfen. Bitte, bitte. Alles bloß das nicht. Du willst doch TJ festnageln. Dafür brauchst du einen verdeckten Ermittler. Nein, danke, Liebling. Vielen herzlichen Dank. Aber siehst du nicht ein, dass wir irgendetwas unternehmen müssen? Was schlägst du denn vor? Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und wenn nun Pamela hinter dem Anruf bei Cruz steckt? Wieso nicht? Auch das ist sicher möglich. Hast du überhaupt vor, Jeffrey rauszulassen? Du hast ihr zugesagt, nicht ich. Ist doch völlig egal. Ruf bitte sofort bei Pamela an und sag ihr, sie möchte jetzt zahlen. Ich will das Geld unbedingt haben, bevor die Läden schließen. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Es geht hier um das Leben eines Menschen und du denkst bloß an Shopping. Keith, lass Jeffrey laufen, bitte. Und zwar sofort. Hey, warten Sie nicht so schnell. Was haben Sie hier gemacht? Lassen Sie mich los. Erst erklären Sie mir, was Sie in Kellys Zimmer zu suchen haben. Sie ist meine Schwiegertochter. Ich war früher mal Ihr Partner und möglicherweise bin ich Zeuge der Anklage gegen Sie. Sind Sie wirklich so blöd und wollen Sie hier drin ermorden? Nein, dass ich Kelly nach dem Leben trachten sollte, ist nun wirklich absolut lächerlich. Lachen Sie auch, wenn man Jeffrey für ein Verbrechen verurteilt, das Sie begangen haben? Das wird nicht passieren. Man wird den wahren Täter ergreifen, das verspreche ich Ihnen. Wie soll denn das gehen? Wollen Sie sich stellen? Wenn nicht, werde ich Sie anzeigen. Einer wie Sie, TJ, sollte mit Drohungen ein wenig vorsichtiger sein. Ansonsten würde ich mich nämlich gezwungen sehen, an sämtliche Zeitungen eine Unterschlagungsstory zu verschicken. Eins müssen Sie mir glauben.
Wenn ich untergehe, dann gehen Sie mit mir unter. Oh, ich wäre mir da an Ihrer Stelle nicht so sicher. Wann komme ich hier raus? Ich arbeite daran. Wann hast du das letzte Mal mit dem Krankenhaus gesprochen? Ich war eben da. Hast du sie gesehen? Für einen Moment. Tut mir leid, ihr Zustand ist unverändert. Oh, oh Gott, nein, ich will hier raus. Ich will hier raus. Ja, vielleicht schaffen wir es sogar heute noch. Wie es scheint, geht Timmons endlich ein Licht auf. Er hat einige neue Hinweise und will den Fall jetzt wieder neu aufrollen. Das hört sich gut an. Danke. Es sieht so aus, als geschehen noch Zeichen und Wunder. Meine Mutter hat tatsächlich die Wahrheit gesagt. Was hat Pamela damit zu tun? Offenbar glaubt ihr Timmons die Geschichte von TJ Daniels. Oh, Kies, ich glaube, ich muss gleich anfangen zu heulen. Das wär's dann. Sie können es nachzählen, wenn Sie wollen. Eine halbe Million Dollar als Vorschuss. Ich würde aber doch ganz gern noch wissen, für wen Jeffrey seinen Platz freimachen wird. Oh nein, nein, ich werde gar nichts sagen, bevor ich keine Zusagen erhalte. Zusagen? Klar haben wir zugesagt. Los, bestätige es ihr. Kies, du vergeudest bloß Zeit. Ruf jetzt an und lass Jeffrey laufen. Hast du gehört? Treiben Sie Cruz Castillo auf. Er ist irgendwo im Haus. Was in aller Welt wollen Sie von Cruz Castillo? Ganz einfach, Verehrteste, ich will, dass ein Zeuge anwesend ist, wenn Sie mir sagen, wer versucht hat, Kelly Conrad zu ermorden. Ich bitte dich, hör mich an. Kelly, hörst du mich? Ich werde hier bei dir bleiben, bis du die Augen öffnest. Und ich werde dich niemals verlassen. Niemals. Das verspreche ich dir. TJ? Tut mir leid, aber meine Mutter wird hier gleich auftauchen. Du solltest lieber verstehen. Entschuldige, ich weiß ja, dass ihr nicht wollt, dass ich bei ihr bin. Hör mal, TJ. Vergiss es einfach. Kelly ist sicher sehr froh über deinen Besuch. Ich weiß, wie sehr ihr beide euch mögt. Zunächst mal muss sie gesund werden. Danke, dass du hier bist. Es gab mal Zeiten, da hast du jedes Mal das Zimmer verlassen, wenn ich kam. Da kannte ich dich noch nicht. Ich weiß es zu schätzen, dass du der einzige Capwell bist, der gegen mich keine Hassgefühle hat. Eine Zeit lang habe ich mich auch ganz schön lausig verhalten. Ich habe ja auch wirklich pausenlos alle Frauen angemacht. Nun übertreib mal nicht. Ist ja auch egal. Das war mal. Jetzt haben wir andere Probleme. Weißt du, Mason hat oft gesagt, jede Minute im Leben zählt. Ich wünsche mir so sehr, dass Kelly dieses Leben noch genießen kann, dass sie gesund wird. Ja, und dann gab mir Daniels das Glas und ich wollte gerade aufstehen. Da sagte er leise zu mir, achten Sie aber darauf, der ist für Jeffrey. Warum hat er ihn nicht selber serviert? Tja, wissen Sie, ich habe mich das auch gefragt, aber dann im Nachhinein ist mir klar geworden, dass für den Fall, dass irgendwas schief geht, nur meine Fingerabdrücke auf dem Glas sind. Ja, und es war purer Zufall, dass der Drink dann bei Kelly landete und nicht bei Jeffrey. Und wieso haben Sie uns davon nicht bereits früher informiert? Zunächst mal habe ich das doch auch alles nicht begriffen. Ja, genau. Letzte Nacht erst ist mir der Zusammenhang klar geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Was für einen Grund könnte TJ denn haben, ihren Sohn töten zu wollen? Oh, er ist in Kelly verliebt. Ich weiß allerdings nicht, inwiefern sie seine Gefühle erwidert hat. Aber ihm muss die ganze Geschichte sehr zu Herzen gegangen sein. So schien es mir jedenfalls. Und den Rest kennen Sie ja. Das ist für mich als Motiv ausreichend. Ich werde mir Daniels vornehmen. Und was ist mit Jeffrey? So wie die Dinge jetzt liegen, ist Ihr Sohn ein freier Mann. Ich werde seine Entlassung anordnen. Dürfte ich jetzt auch gehen? Ja, sicher.
Übrigens, die Geschichte, die Sie da gerade zu Protokoll gegeben haben, werde ich jetzt gleich tippen lassen. Ich würde Sie bitten, zum Unterschreiben nochmal vorbeizukommen. Vielleicht fällt Ihnen ja auch noch was ein. Nein, ich habe Ihnen ganz bestimmt alles gesagt, aber ich möchte jetzt zu meinem Sohn. Ich danke Ihnen, Gentlemen. Irgendwie guckst du introvertiert. Glaubst du der Frau nicht? Nein, irgendwas stinkt an der Sache für mein Gefühl. Ich hatte den Eindruck, dass sie uns in die Tasche lügt. Aber du musst auch an das Motiv denken. TJ ist der beste Verdächtige, den wir haben. Tu mir nur den einen Gefallen, bevor TJ verhaftet wird. Lass seine Wohnung und den Dschungel durchsuchen. Und wonach würdest du vorschlagen, soll ich suchen, hä, Partner? Keine Ahnung. Aber wenn du es hast, werden wir es wissen. Also dann. Ich trage Ihnen Ihre Bücher, Miss. Hey, hast du auf mich gewartet? Mein ganzes Leben. Ich hoffe, du bist noch frei. Jetzt bin ich frei für genau 48 Stunden. Ich weiß, ich habe nachgeschaut. Und, hast du schon was Aufregendes geplant für die nächsten Tage? Nein, es sei denn, du hältst deine Teppichreinigung für sehr unterhaltsam. Naja, ich habe nämlich zufälligerweise auch gerade ein paar Tage frei. Ach, wirklich? Ich dachte mir, dass wir beide vielleicht, also du und ich, da wir jetzt zufälligerweise frei haben, gemeinsam verreisen könnten. Irgendwohin, wo wir für einige Zeit unsere Ruhe haben. Ja, einverstanden. Ich hätte einen Ort gedacht, wo uns weder ein Telefon noch so ein ekelhafter Pieper stört. Verstehst du? Hört da könnten wir endlich an. Miteinander... Was? Ich habe gesagt, das hört sich gut an und ich würde sehr gerne mit dir verreisen. Moment mal, eine Sekunde. Habe ich mich jetzt verhört oder hast du gerade gesagt, du verreist gerne mit mir? Oh, ja, Scott, genau das habe ich gerade gesagt. Wohin willst du mich denn entführen? Nimm meinen Badeanzug mit und lass dich überraschen. Entschuldigen Sie, ich komme später noch mal wieder. Nein, warten Sie, Schwester. Tun Sie das jeden Tag? Ja, seit meiner Zeit auf der Polizeiakademie. Eines der wenigen Laster, das die Kirche nicht untersagt. Ich befürchte, bei mir ist es inzwischen eine Manie. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte Ihnen berichten, dass ich Fortschritte gemacht habe in der Pflege von Sarah. Ich konnte sie dazu bringen, zu essen. Ich hab doch gewusst, dass Sarah sie mögen würde. Oh, ich glaube, dass jetzt Sonnenschein und ein bisschen frische Luft Sarah besonders gut tun würden. Ist es vielleicht machbar, dass sie zu mir zieht? Ich meine, in mein Zimmer. Bis sie wieder auf den Beinen ist. Eine Veränderung würde ihr gut tun. Ach, ich weiß nicht, ob es so klug wäre, Sarah nochmal zu verlegen. Ich versichere Ihnen, ich werde sie nicht allein lassen, hm? Einverstanden. Ich wüsste nicht, was es schaden sollte. Ich gebe Ihnen den Schlüssel von Sarahs Zimmer. Und falls Schwester Agatha Ihnen Schwierigkeiten macht, soll sie sich an mich wenden. Dankeschön. Ach so, ja, ich wollte Sie noch um etwas bitten. Ich habe einen Brief vorbereitet an all die Leute, die auf der Liste stehen, die ich Ihnen gestern gegeben habe. Capwells, Macmillions und so weiter, mit der Bitte um Beiträge zu unserer Spendenaktion. Ja, ich verstehe. Und ich wollte Sie bitten, ihn sich mal anzuschauen und mir freundlicherweise zu sagen, wie Sie ihn finden. Ja, natürlich. Und wenn Ihnen irgendetwas auffällt, dann korrigieren Sie es ruhig. Ich habe keine Brille hier. Macht es Umstände, wenn ich ihn eine Weile mitnehme? Nein, natürlich nicht. Tun Sie das. Ich komme und hole ihn mir dann wieder. Danke. Ich rühre mich nie wieder von der Stelle. Wem verdankst du das? Na dir. Ja. Woher kennst du dieses Paradies? Oh, es ist traumhaft hier.
Schön, dass es dir gefällt. Keine Ärzte, kein Alarmruf, keine Assistenzärzte und junge Arztpraktikanten, die einem pausenlos das Leben schwer machen. Naja, dich akzeptiere ich noch gerade so. Hab ich dir etwa das Leben schwer gemacht? Oh, ich weiß auch nicht, was du angestellt hast. Mir gefällt es jedenfalls. Ja. Sie sollten sich gehen lassen, Frau Doktor. Fühlst du's? Du bist völlig verspannt. Komm schon, entspann dich. So ist's gut. Fühlst du dich besser? Wahnsinn. Gut. Und jetzt schließ die Augen. Ich will was anderes versuchen. Was denn? Vertrau mir einfach, ja? Ich verspreche dir, es wird dir gefallen. Habe ich gelogen? Nein. Vielleicht bilde ich mir das ja nur ein oder treibt da gerade ein Boot auf die See hinaus. Was? Da. Oh. Oh nein! Oh Scott! Bei mir sind Sie sicher. Bitte sagen Sie mir, Sarah, wovon Sie gerade geträumt haben. Erinnern Sie sich. Können Sie es mir sagen? Sie haben Angst. Wovor? Sie können es mir sagen. Wirklich. Wir könnten uns helfen, Sarah. Es wird alles wieder gut. Was ist los, Sarah? Und da sagt man, dass Diamanten die besten Freunde einer Frau seien. Ich würde jederzeit Scheine bevorzugen. Wir haben es endlich gepackt. So, was wünschst du dir am meisten? Schatz, was wollen wir mit dem Geld machen? Weißt du was?
Du bist ein richtiger Spielverderber. Tu doch wenigstens so, als ob du dich freuen würdest. Hase, du hast jetzt das Geld, also nimm es. Was denn nun noch? Ich dachte, dass es uns beiden gehört. Ich dachte, dass wir gemeinsam die Stadt verlassen, dass wir hier endlich verschwinden. Ich begreife wirklich nicht, wieso du so deprimiert bist. Es ist doch alles wunderbar gelaufen. Findest du? Findest du etwa nicht? Jeffrey ist aus dem Gefängnis raus. Du hast einen Schuldigen, wir zwei haben das Geld. Am liebsten würde ich es vor lauter Freude von den Dächern runterbrüllen. Juppie, du. Entschuldigen Sie. Ja? Sir, ich habe mir gedacht, dass Sie das hier so schnell wie möglich sehen wollen. Was ist das? Ein Beweisstück in der Sache Kelly Conrad. Wir haben es im Kofferraum von TJ Daniels Wagen gefunden. Ins Labor damit. Da war es schon. Die haben Spuren von Donidrin gefunden. Dasselbe Mittel, mit dem man versucht hat, Kelly Conrad zu vergiften. Hallo. So schnell habe ich Sie aber nicht zurückerwartet. Tja, im Laufe des Tages haben sich einige Dinge etwas anders entwickelt. Bringen Sie mich etwa immer noch mit dem Anschlag in Verbindung? Das hat schon jemand anders für mich getan. Ich würde gern wissen, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Hören Sie, ich habe Ihnen doch gesagt, was ich weiß. Aha. Sie sind sehr schwer beschuldigt worden. Was erzählen Sie da? Von wem denn? Ich habe verstanden. Schon gut. Fangen wir noch mal von vorne an. Was war in dieser Nacht? Mitten ins Herz. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Erleben Sie heute die 200. Folge der deutschen Erfolgsserie. Wird Frank Ulrich endlich zurück in sein Haus finden? Die Antwort heute um 19.45 Uhr in der 200. Folge von Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nur bei RTL.